Moin und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier auf der Hof Bergmann Reloaded. Und mit dabei ist der Till und der Stefan. Servus. Moin. Jo, wir machen weiter. Ich bring gerade noch das restliche Stroh in das Strohlager, denn der Komposter ist voll. Also lagern wir das restliche ein, hätte ich gesagt. Du kannst doch schon fast im Schafhof kippen. Könnte ich auch, ja. Ist jetzt eigentlich ja, mir egal. Sonst haben wir ja noch Strom. Da ist dann gleich auch was drin. Nein! Aua, nicht wehtun. Naja. Wir können es ja hier wieder rausnehmen, so ist es ja nicht. Ja. Ich bin gerade am Diesel gleich auftanken. Jo. Ja, dann werde ich gleich das erste Feld wieder bestellen, hätte ich gesagt. Wie sieht's denn mit den anderen Feldern aus? Ich denke, die werden noch wachsen. Ja, sind alle im Wachstum. Chris? Hatten wir... Ja. Belastet das dein Budget? Ja. Okay, muss Stopp sagen. Ja, mach mal Stopp. Wie viel hast du jetzt drin? 62.000. Liter? Nee. 6.227. Ja, lass gut sein. Das reicht ja zehnmal. Okay. Und irgendwann wird ja auch was produziert, denke ich. Also so ist es ja auch nicht. Ja. Haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, irgendwie was, ob wir jetzt pflügen oder wie oder was? Ich wäre für pflügen und dafür nur eine Düngestufe. Stefan? Ja, ich richte mich nach euch. Mir... Ich bin nur Gast. Ja. Ja, ich auch. Mir ist das egal, du. Ja, machen wir mit Pflügen, komm. Und eine Düngerstufe. Oder Stefan. Pflügen notwendig an. Speichern. Ja, okay. Ja, wir haben ja noch den kleinen Pflug für die anderen Traktoren. So wäre es ja nicht. Naja. Stefan, was machst du jetzt? Willst du Gülle oder was hast du vor? Ich tu erst einmal ein Weizen verkaufen, dass wir Kohle kriegen. Ja, läuft, ne? Oh ja, so langsam und gemütlich. So, muss ich jetzt hier hoch? Ja. Obwohl. Ja, das ist kacke. Dann wird ja wieder Geld abgezogen. Wie, was hast du denn jetzt vor? Oh, ich wollte einen Helfer einstellen, aber gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Arbeitsbreite. Ja, okay. Bin ich damit ein... Ja, damit bin ich ein... Oh. Moin, Chris. Moin. Ah, grüß Sie. Ich dachte, hier könnte ich zum Hof rein, aber naja. Ne. Hallo. Mach mal den hier und den hier an. Versatz umkehren. Ich möchte die automatische Versatz umkehren. Genau. Die möchte ich anhaben. So. Nochmal zurück. Aber schöne Pflugtextur gibt es. Ist auch mal eine andere. Finde ich echt geil. Schaut echt geil aus. Also der Johnny geht wohl in die Knie mit den Dieselfahrern. Ja, das glaube ich wohl. Aber ich finde das ein echt schöner Trecker. Ja, das auf jeden Fall in Realität ist das echt. Wow, geiler. Überhaupt die alten John Deere sind echt über Schmucke zu fahren. Ich weiß, ich habe ja, ich würde jetzt gern was sagen, aber naja. Ja. Ich habe einen 29er John Deere daheim. Oh. Wir haben 308 Cent hier. Ich könnte jetzt auch noch was sagen, aber ich lasse es. Tja, lass es besser. Komm, Chris. Bevor ich noch mehr auf mich hetze.
Ja, dieses Markenhass-Thema ist echt, oder Marken, ja, wer mag das und dies, das ist echt, ja, schon ein schwieriges Thema. Ich stelle das diese Phase in der Werkstatt, ne? Jo. Ich sag mal so, jeder Marke hat einen Vor- und Nachteil, sag ich mal so. Manche Fahrzeuge ist sowieso alles gleich, davon mal abgesehen. Ja, manche Fahrzeuge können das besser, manche Fahrzeuge können das besser, also da. Ja. Ich weiß nicht, manche regen sich dann so kindisch auf und hier und da. Ach, mein Gott. Jeder hast du den Strohwagen hingestellt? Oben in die Halle, wo es hochgeht zum Komposter in die Lange. So. Ja, dann gucke ich erstmal, dass die Schafe hier Stroh bekommen, ja? Jo. Kannst auch die Ballen schon nehmen, die stehen schon bei den Schafen. Echt? Stehen da Ballen bei den Schafen? Die hatte ich im letzten Part schon dahin gefahren. Ach so, ja okay, dann nehme ich die. Da. Ballengabel müsste auch am Hof stehen. Ja, die steht hier. Ja, so ist das alles. Wo ist denn über Schaf hoch? Ist doch hier gerade oben hoch. Ja, da, ich hab schon. Das wäre auch noch ein geiles Ding, wenn es jetzt, sag ich mal, standardmäßig auch Stroh für die Schafe geben würde, sag ich mal, oder man das reintun müsste. Ja, ist halt realistischer wegen Schaf ohne Stroh, ne? Ja, ich weiß. Im Sommer schon. Können die wohl draußen schlafen, aber. Ja, da muss LS schon noch ein bisschen Gas geben, muss ich sagen, in so solchen Sachen. Überhaupt in ja, manchen Sachen, da können sie schon noch einen Ticken dazu tun. In sehr vielen Dingen. Es muss ja kein dynamischer Boden sein, aber es kann ja so ein bisschen Bewegung am Boden ja wohl sein. Es muss ja nicht gleich die Schlammmatsche von Spin Tires sein, aber so ein bisschen Verformung vom Boden kann ja ein bisschen sein. Ja. Oder dass sie mal sagen, ja, wir nehmen den Drive Control mit rein oder sonst irgendwas, aber mit richtig mit Allrad und allem. Es wird so viele schöne Dinge geben. Ja. Genauso wie jetzt der MP-Manager, sowas könnten sie doch auch einfügen. Ja. Aber oder hier mit den, dass du zum Beispiel jetzt Getreide zum Bäcker bringst. Ja, genau, und der Bäcker Produktion. Macht dann Brot daraus. Ja, da gibt's doch Südhemen, bei Südhemen ist es so. Ja, aber dass die das auch mal beim Standard mit einbauen, dass man sich nicht immer direkt karten und ja. Ja, das stimmt. Weil dass sie vielleicht mal ein bisschen mehr Wert auf Modder legen. Ja. Weil ehrlich gesagt. Ohne Modder wäre das Spiel schon längst aus. Ach. Dann würde keiner mehr das Spiel zocken. Ja. Wenn wir jetzt mal überlegen, ich sage jetzt einfach mal ein krasses Beispiel, die Estancia La Pacho. Ja. Für den Anfang, für 5 Tage ist die Karte schön. Danach ist es stocklangweilig, weil sie keine wirkliche Produktion haben. Ja, man kann das Zuckerrohr anbauen, schön und gut, aber das war's auch. Sonst die Umgebung ist eine riesen Karte, aber so Baum und Strauch und Flora ist da auch nicht viel. Und so muss ich sagen, wären solche Standardkarten echt langweilig mit der Zeit. Kann ich dir recht geben. Weil so, wenn man jetzt wirklich, sie hatten ja gesagt, ja, man kann ja Produktion so Art machen mit dem Zuckerrohr, ja. Wenn sie das mal richtig da gemacht hätten, dann wäre es auch interessanter geworden. Oder wenn sie den Forstbereich schon haben, warum macht man nicht eine Palettenproduktion irgendwas mit rein, oder? Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Weiß jemand, wo das Stroh hin muss? Irgendwo reinkippen, keine Ahnung, in den Futterdruck irgendwo reinkippen, keine Ahnung. Wo bist du bei den Schafen? Hier oben. Bei dem Hof. Bis Mahlstein. Ich komme mal schnell geswitcht.
wenn es erlaubt ist. Ja, schreib mal nach. Obwohl hier. Ja, der liegt hier drin, aber hier ist doch schon Stroh irgendwie. Vielleicht den Strohballen hier hinten reinschieben mal. In dieses Feld hier hinten. Wo bist du? Achso, vor Till. Ich glaube, du musst das unattached lassen. So ist wie das, glaube ich, nicht. Ja, genau. Ja, hallo. Oh. Nee, nimmt er auch nicht. Ja komm, nimm mir an. Bei der Strohlage oder was? Nee, bei den Schafen. Also bei den Schafen Seite. Ah, jetzt er. Jetzt ist es weg. Oh, okay. Wie viel Stroh haben wir denn drinnen? Wo steht er? Achso, dann schiebe ich den auch noch da rein. Oh, Stroh ist voll. Okay, ja, dann lassen wir den Strohballen hier mal liegen. Ja. Ja, bitte. Ich komme damit nicht zurecht ohne Wendeschaltung. Das ist für mich wie, keine Ahnung. Bist du eigentlich mit Lenkrad oder? Nö, Tastatur. Oh, ich weiß noch, welchen Mod wir hinzufügen müssen, bevor wir die Schafe kaufen. Was denn? Ja, den billigen Preise-Dingen. So das denn? Ist ein bisschen billiger, ne? Ja, das ist mir auch schon bewusst geworden, Chris. Wow. Weißt du, ich bin ein bisschen geizig. Boah, das ist so geil. Geiz ist geil. Manchmal kann das echt scheiße sein mit diesen, mit Türen auf und zu. Ja. Diese Doppelbelegung. Wenn du mit dem Frontlader arbeitest oder so. Ja, du drückst irgendwo drauf und dann geht auf einmal die Luke zu. Genau. Und du denkst dir, oh, scheiße, scheiße, bloß Gas geben. Chris? Ja? Soll ich mit dir flügen, oder? Das kannst du machen, wie du möchtest. Haben wir einen guten Bergkarren-Trecker? Ja, da würde ich schon fast den, ja, eigentlich den John Deere schon fast nehmen, weil der Deutz, den hat, glaube ich, Dings, Stefan. Den habe ich. Ja, obwohl der John Deere verzieht wohl den Flug, also bitte dich. Okay. Den würde ich noch im Notfall sogar von New Holland. Er versetzt auch manchmal Berge. Ja. Müssen wir eigentlich gruppern danach auch noch, oder wie war das? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Na gut. Ja, wir haben ja die Direktsaat und die andere, die kleine. Also für klein bis groß ist gesorgt. Wo hast du eigentlich meinen schönen Frontlader gelassen? Bei den... Hier. Ja. Fährst du mit GPS? Ja. Und dann fange ich bei der anderen Seite an, ne? Jo. Eine andere Arbeitsplatte hast du. Ja, ich glaube einen Meter weniger oder was. Ja. Oh, so fange ich dann an. Also echt wäre so ein Feld echt schwer zu fliegen. Ja. Also ich habe ja ich flieg ja selbst auch, aber 1000 Ecken und Kanten. Da gehört was zu. Aber so wie jetzt im LS, es geht wohl voran. Ich sag mal so, in einer Viertelstunde schaffst du wohl einiges. Und dann noch zu zweit, also das geht wohl. Oh Gott, oh. Aua und Gesundheit.
Beim nächsten Mal mute ich mich, okay? Aua. Meine Ohren. Stefan, bei dir alles gut? Du bist so ruhig? Bei mir ist alles gut. Bist so ruhig. Man hört nichts von dir und sieht nichts von dir. Ich konzentriere mich beim Fahren. Ah. Weil so ein großes Fass mit Deutsch, das ist schon eine Herausforderung. Geht der Deutsch so ein bisschen ins Schlingern? Was meinst du, warum ich ein Gewicht von dir habe? Ah, das kenne ich auch aus dem Echten. So. Drescher steht hier auch noch. Jo, ja. Den fahre ich gleich noch nachher weg. Entschuldigung. Jo, macht doch nichts. Guck meinen Hof auf Stappenbach an, da steht noch mehr Zeug rum. Haha, ha, sorry Chris, ich hab grad. Ha. Tasten durcheinander. Hä? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Nee, ich meine mit Helfer. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Ich konzentriere mich auf das Fahren. Ja, mit GPS oder was? Ja, natürlich. Ja. Gibst du, du liest nebenbei Zeitung. Ja, natürlich. Und trinkt nebenbei Tee. Das wollte ich mir eigentlich auch noch holen, aber naja. Kindheit. Nicht wirklich. Ihr haltet mich so auf Trab. Ja, ich will auch irgendwann mal Feierabend haben. Hallo, 9.20 Uhr, erstmal Frühstückspause. Ja, ich muss nur lernen. Ja. Überstunden. Überstunden. Ja, aber ich würde sagen, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt sind, keine Ahnung. Kann schon 20 Minuten sein, kann eine Viertelstunde sein erst. Ja, aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Kommi da, lasst ein Abo da. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Tschüss.